Wohnung, in ihrem Wohnzimmer und hier. Heute Nachmittag waren wir zusammen in dieser offenen Kirche, wo Menschen kamen und haben hier an den Weihnachtsbaum auf Sterne ihre Wünsche, ihre Dankbarkeit und auch ihre Sorgen geschrieben. Und manch eine hat ein Licht der Hoffnung mitgenommen und die Kinder ein Schokoladen-Nikolaus. So freuen wir uns, dass wir, wenn wir auch nicht im vollbesetzten Gottesdienst zusammen sein können, so doch immer auch morgen die Kirche wieder offen halten, sie zur stillen Gebet kommen dürfen und wir so nicht nur jetzt über die Technik verbunden sind, sondern auch in diesem Raum. Sie sind zu Hause und ich habe heute, wie soll es anders sein in dieser Zeit, auf meinem Mobilfunk eine Nachricht bekommen, einen Text, der in Form eines Weihnachtsbaums gedruckt ist. Und es heißt, wie wäre es wohl, wenn ich dieses Jahr in meinem Herzen einen Baum schmückte. Nicht mit Kugeln, sondern mit all den Namen derer, die mir nahestehen. Menschen, die nah sind und in der Ferne, die ich täglich sehe und die ich nur selten treffe, an die ich mich gerne erinnere und die ich manchmal vergesse, die dauerhaften und die gelegentlichen, die der schweren Stunden und die der glücklichen, die mir tief vertraut sind und die denen, denen ich viel verdanke. Die Namen aller, die meinen Weg kreuzen, ein Baum mit tiefen Wurzeln, damit sich ihre Namen nie aus meinem Herzen verlieren, mit einem warmen Schatten, damit unsere Verbundenheit ein Moment der Ruhe sei, im Wirbelsturm unseres Lebens. So lasst uns verbunden sein, in dieser Stunde, in der heiligen Nacht, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, den du im Stall von Bethlehem geboren bist, komme in unsere Wohnzimmer. Komme zu mir in meine Familie. Komme zu uns, die wir ein Paar sind. Komme zu mir, die ich allein zu Hause bin. Gott, der du im dunklen Stall geboren bist, sei in dieser heiligen Nacht bei einer jeden von uns. Gott, der du bei uns bleibst, auch wenn die Gottesdienste abgesagt sind, segne unsere versprengte Gemeinschaft, die auf dich hofft, du das Licht der Welt. Und überall, wo wir sind, lass uns miteinander sprechen. Amen. Wir hören die prophetische Lesung aus Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst laut im Jubel, du machst groß die Freude.
und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lasst uns singen. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen.
waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und bei den Menschen seines Wohlgefallens. Hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feld entlang. Und da die Engel von ihnen genommen wurden, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem,
die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Und die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt haben. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wort von Jesus Christus.
Menschen normalerweise so etwas wie der Höhepunkt des Jahres. Was macht den Heiligen Abend dazu, zu diesem Höhepunkt? Was macht ihn heilig? Wie jedes Jahr suchen wir nach einer Antwort. Allein zu Hause oder im Beisein unserer Familie, in der armen Küche oder an reichlich gedeckten Tischen, im Krieg oder im Frieden, als Kinder oder als hochbetagte Greise. Was ändert sich mit dieser Nacht? Was ändert sich auch heute in dieser Nacht? Ist der Wendepunkt real oder bleibt er ein Märchen, ein unvollendeter Traum? Unser Suchen nach dem Wunder der Heiligen Nacht hat einen tiefen Grund. Der Grund ist eine große Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, dass das Leben hell werde, friedlich, ohne Hass und Gewalt. Gott kommt zur Welt, wird ein Mensch wie jeder andere auch, um unseren gestressten und verletzten Seelen Heil zu bringen. Unsere Sehnsucht nach dem Heiligen in unserer oft so kleinen Existenz möge doch erfüllt werden. Und dann kommen uns die ersten Worte entgegen, die wir in der Heiligen Nacht hören und treffen uns mitten ins Herz. Der Engel sagt: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Und damit meint der Engel den fühlenden Gott. Nicht den da oben irgendwo, den Entfernten, den Unbekannten. Nein, er meint den fühlenden Gott, der hier bei uns ist. Ein Mensch wie sie, wie du, wie ich. Einer, der isst und trinkt, der sich sehnt, der Schmerzen hat, angefeindet wird, Liebe gibt und Liebe bekommt. Jesus, Gott und einer von uns. Und kaum auf der Welt, wir haben es gerade gehört in der Lesung des Evangeliums, da erlebt der kleine Heiland schon, dass es nicht leicht ist, ein Mensch zu sein. Für Maria und Josef auch damals alles anders als geplant. Statt einer Geburt zu Hause eine Reise. Statt einem Zimmer in einem Hotel die Geburt im Stall. Statt glücklicher Großeltern als erste Gratulanten zur Geburt ungewaschene Hirten und himmlische Heerscharen. Was ist das im Vergleich zu unseren Einschränkungen, die wir jetzt erleben? Stellen Sie sich vor, Maria und Josef wären heute auf Reisen und hätten ein Hotel finden müssen. Sie wären vermutlich genauso gestrandet wie damals. Ohne positiven Schnelltest wäre es vielleicht wieder ein leerer Heuschober geworden, als letzte Rettung für ein Dach über dem Kopf. Vielleicht da draußen vor den Toren Berlins. Die Weihnachtsgeschichte ist immer ein Stück auch unsere Geschichte. Sie erzählt von schwierigen Umständen, von Umdenken, von einer überraschenden Wendung. Nichts ist heil, perfekt und schön in dieser Geschichte. Es ist eine einzige Herausforderung. Doch seit dieser Nacht ist Gott ganz nah, denn er ist all diese Herausforderungen mitgegangen als dieses Kind, mit all seiner Liebe und Kraft. Und das ist das, was wir brauchen in diesen Zeiten, Liebe und Kraft.
heulten Tränen, weil sie sagten, es ist so komisch, dieses Weihnachten. Es fehlt so der Glanz und die Festlichkeit. Und wir waren froh, ihnen ein Hoffnungslicht mitgeben zu können nach Hause, das vielleicht die Tränen trocknet. Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Das weiß Gott spätestens seit der heiligen Nacht. Die einen sind voller Furcht, wie ihr Leben weitergeht. Vielleicht haben sie einen Menschen verloren oder ihre Gesundheit. Vielleicht verlieren sie gerade ihre Existenzgrundlage. Oder vermissen schmerzlich liebe Menschen, die sie dieses Weihnachten nicht sehen dürfen. Oder sorgen sich um jemanden. Das ist alles nicht leicht zu ertragen. Andere dagegen blasen sich auf, verleugnen Tatsachen und bringen Vernünftige in Gefahr. Ja, es ist schwer, ein Mensch zu sein und den anderen zu ertragen. Manche geben sich auf. Andere wollen ihr altes Leben eins zu eins zurück. Und so gibt es mehr und mehr Lebensentwürfe, die durch die Pandemie nun völlig anders verlaufen als gedacht. Das Virus ist rigoros. Es greift in unser Leben ein und wir können nur handeln und reagieren. Die Klimaerwärmung und deren Folgen, das war für uns noch weit weg, um uns darauf zu stoßen, dass wir uns verändern müssen, dass sich etwas ändern muss. Aber dieses rigorose Virus, es zwingt uns zum Umdenken von nicht geahntem Ausmaß. Obwohl noch gar nicht abzusehen ist, welche Konsequenzen sich auf unsere Zukunft verheerende Auswirkungen, Klimawandel oder dieses Virus. Wir ahnen, das Leben hat sich verändert. Und wir müssen uns auch verändern, damit sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheiten. Man kann sich schon fürchten, liebe Schwestern und Brüder, wenn man in die Zukunft schaut. Doch Gottes Engel setzen dem entgegen, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Er ist wirklich ein Mensch, wie sie, wie du, wie ich. Und weil es oft so schwer ist, ein Mensch zu sein, bekommen wir Hilfe von Gottes Sohn, der uns heil machen will, der den Frieden bringt für unsere aufgewühlten Seelen, und in unsere Solidarität hinein den Frieden bringt. Wir können versuchen, das Heil, das Gott uns in dieser Nacht in die Krippe legt, nach Kräften zu leben. Wir können nicht nur bitter und böse werden, wir können auch gütig sein und freundlich. Das können wir auf der Arbeit, im Verein, als Nachbar, in der Familie. Wir müssen nicht mit Wut leben. Und wir können etwas, was der Heiland auch konnte. Wir können um Verzeihung bitten. Vielleicht ist dies das Menschlichste, was es gibt. Einander verzeihen. Vergebt einander, bittet das Kind dort in der Krippe. Vergebt einander im Namen Gottes. Und vielleicht kann uns die heilige Nacht die Kraft dazu schenken. Vielleicht haben Sie das Gefühl, in einem tiefen Dunkel zu stehen. Doch das Volk, das im Dunkeln steht, bekommt in dieser Nacht ein großes Licht geschenkt. Denn uns ist die Hoffnung geboren. Auch Gott hat seine Pläne geändert. Und ist herabgekommen in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins und ist einer geworden von uns, aus Solidarität
Menschen, die leiden. Ganz nah ist er uns in dieser Nacht und weiß, was wir heute brauchen. Und so lade ich Sie ein, werden Sie auch Mensch, füreinander. Stehen wir füreinander ein und sorgen uns, achten wir aufeinander. Denn nur gemeinsam und solidarisch kommen wir unbeschadet aus dieser Krise heraus. Möge das Kind in der Krippe uns dafür die Liebe, die Hoffnung und die Glaubenskraft schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Stille Nacht, heilige Nacht. Dieser Virus noch um Längen mehr als uns.
Darum sind Sie herzlich eingeladen, auch eine Büchse mitzunehmen, zu sammeln, selber zu spenden, wenn Sie überweisen oder Ihren Namen hinterlassen, bekommen Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung. Lasst uns zusammenrücken und die Gemeinschaft empfinden im Gebet. Wir singen zusammen ein Kehrvers und bitte unseren Stiftskantor in einer mit uns zu singen. Freude, Freude, dich, O Christ.
leben müssen und doch in der Nachbarschaft der Geburtskirche Jesu Christi wohnen. Wir rufen zu dir. Und legen all das, was nicht ausgeht.